Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 und einen wunderschönen guten Morgen im amerikanischen Outback. Ja, wir sind bereits in Folge 237, sind am Donnerstag gelandet, wenn ich mich nicht täusche, und das hier dürfte jetzt die restliche Versorgung der Tiere gewesen sein. Sprich, wir müssen es nur noch abliefern hier. Da sind die Tiere versorgt und durch. Dann können wir gleich den Hänger wegstellen. Vorher werde ich mal schnell Laufen aktivieren und hier Staffelspringen machen. Ups. Und gucken, wie es mit der Verarbeitung beim Tierpart aussieht. Hier ist verarbeitet. So, Fleisch. 20.000 haben wir jetzt hier an Bord. Das sollten wir eindeutig eine Runde verkaufen. Sobald unser. Ups, da war ich schon zu weit. Sobald unser Drescher fertig ist und wir Soja in die Produktion gemacht haben, werden wir das auch tun. Ihn hier werde ich in der Zeit schon mal vorbereiten, weil der sollte jetzt als nächstes eigentlich das wunderbare neue Güllefass nehmen. Und mit dem schon mal die zwei vorsehen, dass wir da mit unseren Sämaschinen ran können. Sonst wird das hier nämlich nichts mehr. So. Da kommt das gute Stück. So. Da sind wir dran. 30.000 Liter ist drin. Ich fahre schon mal gleich munter mutig hier aufs andere Feld. Der Drescher da vorne fährt ja noch eine Spur. So, jetzt kommt der ganze spannende Part. Wir falten das Ganze auseinander. Und jetzt geht's richtig los. Weil jetzt wird. Das hat schon fast Transformers-Ansätze, was wir hier sehen. Ja, das ist Arbeitsbreite, würde ich sagen. Ne? Also unsere Güllegeschichte eben machen, dass. Muss auf jeden Fall hier weiter rüber, stelle ich gerade fest. Ja. Jetzt noch ein kleines bisschen so zurückfahren hier. Ja, ist schon so geknickt. So. Gut. Ja, ich mache das Ganze an. Ne, mache ich nicht. Mache das Ganze an, da geht's los. Ja, da seht ihr, jetzt geht der Güllepart natürlich ein bisschen fixer über den Tisch hier. Weil wir machen jetzt im Prinzip drei Bahnen, wo wir vorher nur. Ne? Das sind jetzt 2,5 bis 3 Bahnen, die wir sonst mit dem normalen Güllepass gemacht hätten. Wenn wir sehen, dass wir für so eine Bahn auch relativ wenig Gülle verbrauchen anscheinend. Verhältnis gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch tatsächlich so ist, dass wir effizienter die Gülle dementsprechend nutzen. Das weiß ich gar nicht mal. So, wir werden es hier einmal vorne nicht beidrehen. Ganze wieder anschmeißen. Ja, aber so hat das was, oder? Das ist Gülle rausfahren, finde ich. Wunderschön. So muss das sein. So macht das Spaß. Macht natürlich auch nur Spaß, weil der Tank mit 30.000 Liter auch dementsprechend vernünftig ist, dass man da auch arbeiten mit kann. Ne? Also. Jede Vermutung, dass wir hier wahrscheinlich trotzdem eine vierte Spur fahren müssen. So. Und ja, recht. Eigentlich auch mit Leben. Wird schon klappen. Erst wenn ich die Überlappung jetzt nicht gemacht hätte, hätte es leider nicht gereicht. So, ja, der Drescher ist jetzt fertig. Das ist auch okay. Da können wir dann unsere Fleischgeschichte und das dann noch mitmachen. Ich werde jetzt aber trotzdem das Feld hier erst eben zu Ende fertig machen und ihn dann drüben wieder zum Tanken hinstellen. Oder vielmehr, ich werde ihn dann bei den Tieren tanken lassen, sagen wir es so, weil da ist auch noch was genug drin auf Lager. Deren Güllesysteme. So. Ja, man muss schon so ein bisschen
so ein bisschen Breite haben für die ganze Geschichte hier. Sonst kann man natürlich nicht viel machen. Ich weiß nicht, wie viel wir sonst auf so ein Feld draufgehauen haben. Jetzt haben wir natürlich auch durch die Spur hier ziemlich Verlust. Aber wie ihr seht, kriegen wir mit einer Füllung das Feld 2 hier ganz locker fertig. So, sehr schön. Und das Wichtigste ist, für den Transport an sich können wir das gute Stück schön wieder zusammenfalten. Dann sehen wir es nochmal in Action. Ja, schon, das ist schon ein Anblick, ne? Das Ganze so komplett wegfaltet, das hat schon was. Und natürlich passt es farblich auch noch hervorragend zu so einem Traktor. Ja, also, viel besser geht's echt nicht. So, ich fahre jetzt so rum, dann kann ich von der anderen Seite reinfahren und tanken, weil wir müssen dann Richtung Feld 6. Da arbeiten, wie ihr seht, sollte es jetzt kein Problem sein, den Drescher in Windeseile wieder aufzuholen. Deswegen mache ich mir da jetzt auch irgendwie nicht mehr so die sonderlichen Sorgen drüber, würde ich sagen. Ich muss mal gucken, ob wir das hier schon bei den hier schon voll kriegen. Sorry. Ja, könnte vielleicht sein, dass wir ihn hiermit sogar schon hier voll kriegen. Und wir können auch eines der nächsten Male dann wieder auf Mist zurückgreifen. Wenn die Produktion so weitergeht, haben wir dann auch wieder ordentlich Mist. Und auch da können wir natürlich dann irgendwann mal mit den Gedanken spielen, eine größere Mistvariante dann zu machen, einen größeren Mistwagen zu nehmen. Weil in unserem geht ja nun wirklich nicht so super viel rein. Muss man so sagen, wie es ist. So, okay. Ich guck mal, wo er jetzt hier ist. Er ist eigentlich auf der richtigen Seite. Er sollte eigentlich jetzt umdrehen. Nach vorne aufs Feld. Das machen wir jetzt auch. Und wir tanken uns dann dafür auch selber eben kurz hier ab. Das ist das Einfachste. So. Dann werden wir auf Feld 3 uns neu ansetzen, egal was drauf ist. Aber ich glaube, dass es auch Soja ist. Wir werden da unsere Arbeit machen und in der Zeit werden wir den Soja-Part hier wegbringen. Einmal das Fleisch liefern, verkaufen und dann wieder hinfahren und hoffen, dass dann der Drescher immer noch nicht voll ist. So hart ist das. So, auf jeden Fall geht die Sojamilchfabrik gleich wieder an. Oder Sojadrinkfabrik. Hier vorne haben wir schon eine richtig kleine Ausfahrt. Können wir hier gleich wieder ansetzen. So. Los geht's. Gucken einmal zum LKW. Machen ihn an. Ja, 28.000 Liter für die Sojadrinkproduktion. Das ist doch schon mal super. Und da müssen wir uns den Kühl-LKW holen. So einfach ist das. Da vorne fährt so ein Randale-Bruder. Den haben wir jetzt zum Glück nicht mehr getroffen. Ich glaube, wir treffen ihn auch nicht mehr, weil er wird an unserer Einfahrt vorbei sein, bis wir hier sind. Ja, läuft. Sehr schön. So, hier vorne geht's los. Ja. Raus damit. Ich mach mir jetzt auch um das Nachsehen keine Sorgen. Ihr seht selber unsere kleine Wundermaschine hier stehen. Die wird also uns da auch wacker unterstützen. So, wir haben gerade gesehen, die Produktion ist schon angegangen. Ich lasse jetzt ihn hier vorne an der Kante stehen. Hier holen wir uns das gute Stück gleich wieder ab. Kommt irgendjemand zum Randalieren? Nö. So, jetzt heißt es Kühltransporter fix holen. Nochmal gucken, ob Fleisch oder Wurst es war. Aber ich glaube, es war Fleisch. Können wir aber sicherheitshalber nochmal drauf gucken. So.
Einmal schön den Kühltransporter nehmen. Dann gucken wir noch mal. Ja, Fleisch hat den guten Preis. Das ist okay. Fleisch müsste der äußerste Ladepart sein. So. Und war ich noch nicht ganz richtig gefahren, oder? Ich daran kann ich jetzt nicht. Ja, Beladung starten. Ah, jetzt macht das. So, Fleisch, okay. Da haben wir Fleisch und wir haben unseren Fleischwurstankauf. Da fahren wir jetzt einmal hin und bringen das Ganze hin. Dann liefern wir ihn hier wieder ab. Die Wurst lassen wir erstmal. Weil da war der Preis ja ins Rote abgesackt. Da müssten wir eigentlich auch einen höheren Kilopreis mit hinkriegen wie mit dem Fleisch. So, dann fahren wir jetzt erstmal los. Da vorne steht unser Gülleman. Den müssen wir uns hinterher gönnen. Soja ist bei 31%, das geht eigentlich noch. Da haben wir schon abgeladen. Auflieger gewechselt. Neu geladen und sind schon auf dem Weg zum Verkauf. Sollte eigentlich funktionieren. Ja, der Verkauf, das wird wahrscheinlich per Zug abgeholt, so wie es aussieht. Weil die Abladestelle ist da, wo wir auch unsere Milch verkaufen, ein Stückchen daneben an dem Zuganleger. So, ich weiß jetzt nicht, wo er hinfährt oder abbiegt. Ich fahre jetzt mal hier eine Runde geradeaus und fahre von hinten ran. Ob das was bringt oder nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil es im Prinzip eh egal ist. Da müssen wir hin, da seht ihr den Verkaufspunkt. Ne? Hier ist unsere Milch, seht ihr auch. So. Es müsste jetzt eigentlich einen leichten Knick geben Richtung richtige Verkaufsstelle. So. Eine Korrektur und ich hoffe, dass das dann schon richtig war. Und wir gucken. Ja, abkippen. So, dann sollte es jetzt hier sehr gut Geld gegeben haben. 142.000 haben wir gerade eingenommen. Das ist auch mal super gelaufen, würde ich sagen. Ich versuche jetzt auch mal hier wieder rauszufahren. Funktioniert auch. Ja, hier ist auch noch eine schöne Wiese. Okay. Können wir natürlich auch noch Produktionen hinsetzen. So, wie sieht das jetzt mit unserem Drescher aus? Der ist jetzt halb voll, also knapp über die Hälfte. Das ist eigentlich noch alles okay, würde ich sagen. Wir fahren jetzt erstmal hin und bringen unseren Kühl-LKW zurück. So. Läuft, wunderbar. Dann fahren wir zu weit. Das ist natürlich sehr geschickt gewesen. Aber es kommt hier zum Glück keiner von hinten. Und hier bietet auch gerade keiner ab, deswegen hat das auch keiner gesehen. Einfach ist das ganze Konzept. So, jetzt ist er schon bei 60%. Also ich glaube, wir liegen noch einigermaßen gut in Zeit. Wir werden jetzt aber den Kühlwagen wieder neben dem Viehtransport stellen. So, da vorne steht das Ganze nämlich. Ja, hätten wir jetzt auch noch die Wurst verkaufen müssen, dann wäre es eng geworden. Aber die hat ja leider einen schlechten Preis. Ich hätte es gerne eng gehabt und die Wurst schon verkauft. Aber so ist das halt. Da wir jetzt eine höhere Anzahl an Tieren grundsätzlich hatten, früher waren wir ja bei 250 ausgegangen und haben hingekriegt, dass wir 38 morgens immer abliefern konnten. Jetzt haben wir ja 320 Tiere, dementsprechend haben wir natürlich auch mehr. Das heißt, es kann sein, dass wir, ne, wir hatten heute Morgen ja 10 Tiere über sozusagen. Kann also sein, dass wir vielleicht nachts schon losfahren und das Ganze holen. Oder wir bauen unseren Stock an Tieren noch weiter aus.
Das ist auch eine Sache, was wir jetzt machen, weil wir wollen es natürlich eh erweitern, ne? Klar. Soll ja nachher so weit gehen, dass wir 900 oder 1000 Tiere haben in der Richtung und dann halt auch mit den Zwischenlagern, die wir gebaut haben vor dem Schlachthaus, mit dem wir entsprechend da arbeiten können. Solche Sachen halt, ne? So, 73%, das ist doch super. Natürlich habe ich genau Pech, dass so ein Randalebude rauskommt, aber das ist mit dem. Hat mit dem Abbiegen hier noch funktioniert. Sollen wir mal sehen, dass wir ihn hier noch aufs Gelände fahren. Ja, wie gesagt, was mich interessieren würde diese Woche ist, was haltet ihr von der Produktion, dass wir Schafe noch weiter aufstocken und dann vielleicht durch Wolle in die Stoffproduktion gehen? Da gibt es ja eine Mod für, eine Produktion für, die ich zwar schon mal gesetzt habe, aber nie richtig benutzt habe. Das war auf der Drei-Sternhof ist die gesetzt, auch auf der Mausland ist die gesetzt, aber nie halt nie angegangen. Das ist die Frage. Wollen wir das mit dazu nehmen? Ich fände es eine gute Idee. Und die andere Geschichte ist, habt ihr eine Idee, eine vernünftige für eine vernünftige Milch, sprich Molkerei-Geschichte, die möglichst keine Holzpaletten oder sowas braucht? Ne? Und wenn die was braucht, dann müssen wir mal gucken. Es gibt auch eine Art Holzproduktionsfabrik, ob wir das damit kombinieren. Das wäre nämlich das, womit ich halt gerne das hier noch ausbauen würde. Ja, dann sage ich aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind leider wieder schon wieder am Ende der Folge. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen oder ein Abo freuen. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag und bis morgen früh.